Ich begrüße euch für Final Fantasy 6. Ich habe seinen letzten Part noch mal ein bisschen nicht unbedingt gelevelt, sondern ich habe noch mal hier das ganze Gebiet angeguckt. Man konnte nämlich hier mit diesem Haken wieder raus, ob ich noch irgendeine Schatztruhe vergessen habe. Und ja, jetzt können wir weitergehen und gucken, was auf uns zukommt. Ich denke mal, es wird gleich noch ein Bosskampf kommen. Dabei kenne ich euch noch aus FF5, seid ihr die gleichen Viecher? Oh Gott, können ja nicht. Dankeschön, dass du mir Heilen umgebracht hast. Das ist uncool von dir, aber okay. Ja, jedenfalls bin ich dabei wieder ein paar Level aufgestiegen. Und habe auch ein paar... Nein, falsch, hier. auch dabei wieder ein paar... ach du Scheiße. Sag mal, können die nicht nervig sein? Können die jetzt mal aufhören, Kaien umzubringen? Jedenfalls habe ich... Meine Güte, das ist gerade so uncool. Ja, dabei ein paar neue S-Bahn fertiggestellt. Also, was gelevelt halt. Fertig gelevelt. Nicht fertiggestellt. Wir kommen ja fertiggestellt. Und... Boah, ey. Was ist eigentlich los mit euch? Nein, jetzt ist... Nein, jetzt ist er konfus. Dankeschön. Das hätte ich nicht mehr lange durchgehalten. Aisra, nice. Kayen müsste gerade, ja, Shiba haben. So, hier, jetzt hat Ramu fertig. Die ersten hat er schon fertig. Und hier bin ich jetzt bei Shiba dabei. Hm, guck mal. Die hat aber ein ziemlich cooles Landtempo, wenn ich mal so gucke. Ja. Genau. Aber ich habe halt auch nicht ganz fertig mit allen, die S-Bar. Vor allem habe ich irgendwie mit Kai am meisten fertig, aber der halt auch die S-Bar, die am wenigsten zu... Nein, falsch. Zu lernen hatten quasi. Denke ich mal. Also am wenigsten Punkte gebraucht haben, meine ich. Nicht am wenigsten lernen hatten, am wenigsten Punkte gebraucht haben. Deswegen habe ich bei ihm die meisten schon fertig. Ja, genau. So, hier ist ein ewiger Weg nach oben, oder was? Ah, ne, hier geht's weiter. Alles klar. Magitech-Labor. Okay, ich denke mal, in diesen Behältern werden die Esper gefangen gehalten und ihm wird die magische Energie rausgezogen oder was auch immer. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Was machst du? Das war viel Schaden. Macht Blitz bei dir Sinn? Du kannst das hier machen. Bisschen. Ist vielleicht Eis cooler. Ah, ist schon tot. Wundervoll. Wundervoll. Nur eine Magie-EP, das ist doof. Moment, nee, ich möchte bitte dich haben, weil du Vitra kannst. Ja, wobei, so viel hat es jetzt gar nicht gebraucht. Egal, passt schon. Passt schon. So, kann ich hier noch was machen oder so in dem Raum? Oder ist das nur zum Gucken quasi? Ups. Hier, das wollte ich haben. Das ist aber, ich finde es gut, wie viele abwechslungsreichere Gegner es hier drin gibt. Nicht immer nur die gleichen quasi. Ist hier drüben vielleicht was? Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob hier bei diesen Wegen irgendwas ist oder so. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, deswegen. Keine Ahnung. Immer schön gründlich sein. Ich habe bestimmt hier irgendwo eine Truhe vergessen, weil... Sub-Spirit, nice. Weil das Gebiet hier ist relativ... Ist auch nicht fertig. Relativ gut durchwoben. Ah, Vita! Du lernst gleich wieder. Das ist sehr schön. Dann kannst du auch heilen. Das ist relativ cool. Okay, von da komme ich, alles klar. Dann kannst du auch heilen. Das gefällt mir doch. Ach du Schande. Das sind ziemlich viele Gegner. Hat sie jetzt Sturm? Ja. Sturm ist nicht so cool, ehrlich gesagt. Oh, vor allem bei Celis nicht, weil die anderen ist noch voll okay, weil ich kann kurz ein bisschen stehlen. Ich hab Lust mal, kurz zu gucken, ob stehlen geht. Nö, schade, bei dem jetzt nicht. Ja, aber jedenfalls, bei Celis ist halt Vita ziemlich uncool. Einfach. Okay, die sind schon tot, sehr schön. Einfach. Oh, der ist schon tot, okay, das ist klar. Weil sie halt mehr so auf
Oh, cool. Auf Zauber ausgerichtet ist als auf Angreifen. Sie hat zwar auch ein. Sie hat ein Blitzschwert. Stimmt, da war was. Sie hat zwar auch einen ganz okayen Angriff, aber ja. Ich meine halt nur so. Hat jetzt immer noch stumm. Nö, scheinbar nicht. Das ist aber in anderen Final Fantasy Teil anders, oder? Da hätte sie jetzt, glaube ich, noch stumm. Im Kampf, egal. Mir ist es recht. Oh. Wer bist du? Hallo? Nummer 24. Okay. Bist du denn anfällig gegen Feuer? Du probierst ein bisschen zu stehlen und du machst einfach das, was du am besten kannst. Nämlich gut draufhauen. Okay, Feuer ist relativ effektiv bei dir. Überlastung. Oh nee. Mal, hat sie wieder direkt selbst wieder zurechtgeschlagen quasi. Alles ist auch relativ gut. Nichts gestohlen. Heißt das jetzt, er hat nichts? Oder heißt das jetzt, ich habe einfach gerade nicht das Stehen hingekriegt quasi. Ich weiß es nicht genau. Ich probiere es einfach nochmal, würde ich sagen. Okay, der ist gegen alles relativ gleich effektiv. Deswegen kann ich da voll normal draufhauen. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt keine, nichts Stehbares hat oder ob ich einfach nicht stehen kann gerade. Aber scheinbar dann einfach nichts Stehbares. Barrierenwechsel. Okay. Jetzt ist er scheinbar gegen was anderes anfällig oder was? Ja, gegen Feuer scheinbar nicht. Gut, dann. Aquate. Das sieht ziemlich spannend aus. Eis vielleicht. Und du machst einmal ganz schnell wie drauf alle. Lock als Heiler zu haben ist irgendwie komplett. Okay. Ist irgendwie komplett seltsam, ganz ehrlich. Ich meine. Au. Ich meine, seit wann ist denn Lock irgendwie so der typische Heiler? Lock ist halt voll der Angreifer, halt irgendwie so eine Richtung. Na, guck mal. Sehr schön. Das war's auch schon. Das war jetzt kein schwerer Boss, aber ich würde gerne ein bisschen was zu ihm erfahren. Wieso stand er random und wieso hat er mich irgendwie ohne Dialog angegriffen oder so? Das ist relativ schade. Whatever. Oh. Hier sind schon mal die Esper. Was haben wir denn da? Etwas, das ist, ich wollte gerade sagen, etwas Unidentifizierbares, aber das scheint Leviathan zu sein, oder? Ich denke es mal, weil ansonsten ist mir keine Wasser-Esper so in der Richtung bekannt. Leviathan ist zwar immer so eine Schlange, aber ich kann es mir vorstellen. Und du bist vielleicht, keine Ahnung, Ifrit haben wir schon. Mir fällt keine Name nicht ein, aber ich weiß, wie du bist, glaube ich. Dich kann ich gar nicht zuordnen, dich auch nicht wirklich. Und da. Das hier ist Karfunkel und das bin ich auch nicht sicher, ich kann nicht mehr reden. Weiß ich jetzt auch nicht. So. Lass ich das alle frei. Sie wollen uns helfen? Das ist gütig. Doch wären unsere Leben nicht mehr lang. Wie Ifrit, wollen wir und auch wir unsere Macht in Hände legen. Oh, bekommen wir jetzt die alle? Das wäre ja ziemlich. Eigentlich ja voll viele Esper. Er vergreift mir meine Apparaturen. Sid, nice. Da lernen wir den Sid dieses Spiels kennen. Was hat das zu bedeuten? Jetzt sind es alles Magneten. Tja, damit kannst du bestimmt nichts mehr anfangen, hoffe ich zumindest. So ist es in Espern also möglich, ihre Kraft im Tode zu materialisieren. Und das in einer Form, die Sigma mein hunderte Male stärker ist als bei einer Extraktion. Höchst interessant. Und sie brechen das Gefäß einfach auf. Marinite erhalten, sehr schön. Ganz viel neue Esper. Dr. Sid. Keine Rede,
Heißt das nicht Generalin? Egal. Generalin Seelis! Befehligt ihr diese suspekte. Befehligt ihr diese suspekten Gesellen? Nein, lasst mich erklären. Ich. Ich hörte, ihr habt euch als Spionen unter die Rebellen gemischt. Oh. Seelis! Oh, Kefka. Nun verstehe ich. Marinite, Doc Gossett, das ist der Durchbruch. Und nun? Hier, Seelis. Dein Auftrag ist erfüllt. Bring mir die Marinite. Seelis, du hast uns hintergangen? Das ist nicht wahr. Ihr müsst mir glauben. Ich wusste, dass man euch nicht trauen darf. Verräterin, Propeterin! Was? Dieser Täter steht ja ausgezeichnet, deine liebe Seelis! Lock, bitte glaub mir. Ich. Jetzt! Zahlt sie! Lock. Die Stunde ist gekommen, mich zu revanchieren. Du hast dich nicht in mir getäuscht. Seelis, du hast nicht! Was macht sie? Was ist gerade passiert? Seelis. Kann ich nehmen. Was ist vorgefallen? Ach du liebe Güte! Der Schock von gerade hat die Energiefluss der Zylinder hat den Energiefluss der Zylinder umgekehrt! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Sei hier lang! Wieso hilft er mir? Egal wie sehr Kefka mich auch bedroht hat, mein Hindernis ist unverzeihlich. Was habe ich nur angerichtet? Ah, okay, er ist wenigstens einsichtig. Die lebende Espo geopfert für magische Kräfte. Doch die Begegnung mit euch hat mir die Augen geöffnet. Ich werde eine Unterredung mit dem Imperator führen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Okay, er ist wenigstens einsichtig. Das ist gut. Seelis kannte ich, seit sie ein kleines Mädchen war. Wie eine eigene Tochter habe ich sie umsorgt. Doch gleichzeitig verübte ich die Experimente an ihr, die sie zu einer Magitekerin machten. Ah. Ach, wäre es mir doch nur vergönnt, sie noch einmal zu treffen. Entschuldigen würde ich mich für alle meine Verfehlungen. Große Güte, das ist Kefka! Schnell weg hier! Ich wollte gerade fragen, kriege ich jetzt Minispieler mit? Ach du Schande. Hilfe, was soll ich jetzt hier tun? Ich bin voll überfragt. Was seid ihr? Okay, nehmt dadurch so gut wie gar keinen Schaden. Eisra. Das war nicht so viel. Nein, ich fliehe. Bist du dumm? Scheinbar, ja, wir sind schon tot. Feuerpapyrus, okay. Was auch immer das ist. Boah, das sieht mega cool aus hier irgendwie. Hätte ich jetzt auch mit den anderen Weg nehmen können oder. Ja, nicht so. Okay, die nehmen aber kaum Schaden. Die halten kaum was aus, meine ich. Das Team ist so cool, ich liebe es. Gut, dann ist es glaube ich sinnvoll, wenn ich einfach drauf haue, anstatt irgendwie Magie zu wirken oder so. Das ist einfach so ein cooles Team. Und Kayen kann es auch wieder. Cool, ich würde jetzt gerne einmal Magnet geben, aber es geht ja gerade nicht. Ba 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 ba.
Das ist einfach, boah. Das erinnert mich an vor ein paar Parts, als wir... Das war das Team, was auch gespielt hat bei diesem großen Kampf da. In Narsch war das doch. Ba, 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 ba. Ich frage mich, ob man auch diesen anderen Weg nehmen kann irgendwie. Aber wahrscheinlich nicht, weil man kann es ja gar nicht sehen, wenn er jetzt kommt oder so. Für einen Tiefschlag, sehr schön. Das ist einfach so cool. Was ist dieses Feuerpapier? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal nach diesem Part hier angucken, wie das auf dem SNS aussah, weil es ist echt ziemlich cool. Magnorodus, okay. Das Team kann ruhig öfter im Spiel spielen. Feuerau. Ich liebe es echt ziemlich gern. ja, das war jetzt zwei Dinge vermischt. Einmal wollte ich sagen, ich liebe es oder ich mag es ziemlich gern. Das war's vermischt gerade. Wundervoll. Oh, Bosskampf. Du siehst mir mechanisch aus, deswegen probier mir Blitz aus. Und du machst bitte mal Vita auf Lock. Der mehrere Teile. Sieht gerade so aus irgendwie. So, du machst Vita auf. Mach auf beide. Vita wäre glaube ich cool gewesen. Kann er bitte aufhören damit? Das greift viel zu viel Schaden. Vitra. Kann ich ihn irgendwie aus diesem Stoppzustand gerade befreien oder so? Oder ist es eher nicht so möglich? Vitra. Ich muss gerade ein bisschen heilen, Mann, ansonsten sterbe ich einfach. Mann, ich brauch doch. Ich muss mit Kai wieder angreifen können. Hör doch auf! Ich mach einfach mal Regena auf Kayen, dass er wieder regeneriert halt. So. Ah, wundervoll. Jetzt mach hier. Nein, er. Oh. Och nein! Ja, den Kampf habe ich verloren quasi. Cool. Ich kann nichts dafür. Das ist unfair. Irgendwie mit den scheiß Stopp-Dingens. Und dass er halt mehrmals angreifen kann. Das ist einfach eine uncoole Kombi. Ja, tschüss. Cool. Richtig cool. So, wir sind gleich wieder beim Boss, glaube ich. Ich habe ja nicht gespeichert gehabt bei dem Speicherpunkt, der gerade war, weil ich dumm bin oder so. Ich habe mal gesehen, dachte mir so, ja, wieso jetzt speichern, paar, das ist gleich vorbei. Da kann ich auf der Overworld speichern oder so, keine Ahnung. Und ja, hat sich jetzt Fehler rausgestellt. Jetzt musste ich den Bosskampf gegen den Nummer 24, war es doch, glaube ich, nochmal machen, aber egal, war jetzt nicht so schlimm oder so. Ich habe sogar noch einen neuen Gegner getroffen auf dem Weg hierher. Das war so ein komischer General. Und da, dem habe ich ein Mithril-Schild gestohlen. Das hat der Zeles, aber die ist jetzt gerade nicht mehr dabei. Deswegen ist es eh egal, aber ja. Das ist ziemlich cool. Genau. Jetzt hat jedes ein Mithril-Schild, was ich hier stelle. Und jetzt weiß ich auch, dass da ein anderer Text da steht, wenn man nichts stehlen konnte. Weil ich habe da nochmal versucht, bei dem zu stehlen. Und dann kam dann anderer Text. Also der geht halt kein Item mehr oder sowas in Richtung. Und ja, genau. Kann er jetzt mal aufhören, Kayen komplett umzubringen? Ich wollte es auf beide machen. Ich habe mir gerade schon gedacht, dass ich es auf einen gemacht habe, aber tja. Vitra auf Kayen. Ein Ding ist schon mal kaputt bei ihm.
So, jetzt muss ich Kaya wieder überleben. Hä, hey, wieso hat jetzt Vitra nicht geheilt? Ach so, ich dachte jetzt so wie in anderen Teilen, dass das dann auf Lock geht, aber scheinbar ja nicht. Jedenfalls noch eine Sache, die ich unglaublich dumm finde, die mir gerade aufgefallen ist. Wieso? Hey, was ist jetzt gestorben? Oh nein, bitte hör auf. Okay, ich sag, doch, hat Lock getroffen, oder? Och Mann. Jedenfalls, entweder war ich zu doof dafür, oder man kann sich nicht selbst angreifen, wenn man verwirrt ist, weil ich war ja bei diesen komischen kleinen Robotern und ich glaube, ich verliere schon wieder, aber den habe ich gespeichert. Ich war ja bei diesen komischen kleinen Robotern und ja, die haben wieder jemanden verwirrt und ja, dann würde ich halt mich selbst angreifen, dass die Verwirrung weggeht. Und es wäre jetzt übrigens mega cool, wenn Lock. Dankeschön. Ja! Oh, es kommt durch, sehr schön. Okay, ich glaube, ich gewinne doch. Die haben mich halt wieder verwirrt und ich wollte mich selbst angreifen und es ging halt nicht. Entweder war ich zu doof oder es geht halt wirklich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, man kann sich halt nicht mehr selbst angreifen. Das finde ich schade, weil das ist halt sehr hilfreich. So, ja, er ist gleich tot, das ist relativ toll. So. Da ist doch irgendwas an ihm gestorben. Keine Ahnung, etwas genau. Du machst einfach weiter dein Ding hier mit dem Angriff. Das ist halt echt ziemlich cool, dieser Wirbel. Dass man ja auch so früh schon bekommt. Und nicht irgendwie. Halt das eine der letzten Angriffe. Hm. Doch, Angriffe ist richtig. Oder so. Weil in Final Fantasy. Na, wobei in Final Fantasy 5 konnte man schnell Feuer auch relativ früh bekommen, glaube ich. Egal. 5 Magie EP, wundervoll. Ein Zelt, nice. Wir haben in den Abgrund gestoßen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Oh, das ist ein Safe Point. Nice, okay. Dann speichere ich hier. Direkt mal hier ein Dings wechseln. Den kannst du jetzt bekommen, weil Seelis ist ja schon dabei. Deswegen hier nehmen. Dann kannst du auch gleich Vitra lernen. Wobei wäre was anderes sinnvoller irgendwie. Einhorn. Das ist auch ein spannender Name. Hier kannst du auch Vitra lernen. Guck mal. Ballum, Protest, Medica. Das ist nice. Das kriegst du sowas von. Ba, 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 ba. So ein geiles Team einfach nur. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh, es wird unterbrochen. Bis dann und ciao. Euer Hero. Tschüss.